Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Stangenbohne. Sie ist ähnlich wie die Prunkbohne, diese sind jetzt etwas jünger. Wenn sie nach oben wachsen, bringen sie ein bisschen mehr Ertrag als die normale Prunkbohne und man kann sowohl die Schoten ernten als auch die später die reifen Bohnen. Meistens werden sie aber als Schoten gegessen. Ihr müsst darauf achten, auch diese Bohne ist sehr schneckenanfällig und auch bei dieser Bohne müsst ihr sehr darauf achten, dass ihr sie erst nach dem 22. Mai auspflanzt. Ihr könnt sie schon um den 15. Mai in die Erde stecken. Dann durchbricht sie den Boden erst zum 22. Mai und ist entsprechend frostgeschützt. Achtet aber besonders dabei auf Schnecken. Oft werden sie auch von Blattläusen, vor allem der schwarzen Bohnenlaus, befallen. Normalerweise kommen aber später Marienkäferlarven hinzu, die das auffressen. Wenn ihr viel Läuse findet, könnt ihr sie gerne mal mit den Fingern so drücken und in der Zeit kommen dann andere Nützlinge und fressen sie auf. Da wünsche ich euch viel Spaß mit dem Bohnen und mit dem Läusematsch an den Fingern.